Na, eigentlich wollte ich mit euch über ein anderes Thema sprechen, aber was da gerade rund um Black Myth Wukong passiert, hat mich affenmäßig neugierig gemacht. Was ist da los und mit welchen Kontroversen sieht sich das Spiel gerade konfrontiert? Was ist meine Meinung dazu? Darüber sprechen wir gleich, aber da ich das Spiel wirklich nur am Rande verfolgt hatte, wusste ich tatsächlich bis gestern auch nicht wirklich, worum es geht. Und wenn es euch vielleicht ähnlich geht, dann fasse ich euch gerne genau das zusammen. Black Myth Wukong. Das ist ein auf chinesischer Mythologie aufbauendes Action-RPG. Um ganz genau zu sein, handelt es sich um eine Buchadaption des Werkes Die Reise nach Westen aus dem 16. Jahrhundert. Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte ist der auserwählte buddhistische Mönch Tang Sang Sang, der eine heilige Mission nach Westen unternimmt, um buddhistische Schriften zu sammeln. Begleitet und geschützt wird er vom mächtigen Affenkönig Sun Wukong selbst, welcher seinerseits mächtige magische Fähigkeiten besitzt. Auf seiner Reise begegnen ihm natürlich viele Hindernisse und Widersacher, darunter Dämonen, Monster und Naturgewalten. Ein perfektes Ensemble für ein Computerspiel, denkt ihr nicht auch? Im Kern dieser Geschichte stehen Themen des Buddhismus, des Kampfes zwischen Gut und Böse und der menschlichen Schwächen wie zum Beispiel Stolz, Faulheit und Gier. Mir fällt es übrigens auch gerade wie die Schuppen von den Augen, wenn ich an die Netflix-Produktion The Monkey King denke. Auch dieser Film basiert augenscheinlich auf diesem Buch. Da sieht man, wie wenig ich mich mit der chinesischen Kultur auskenne. Mit Sicherheit eine Lücke, die ich schließen sollte. Die interessante Welt und Geschichte alleine hätte mein Interesse wohl kaum wecken können. Ganz einfach, weil es in der Menge untergegangen wäre. Was mein Interesse geweckt hat, war einerseits der überraschende Erfolg und andererseits eine aufkeimende Kontroverse. Zum Ersten. Das Spiel ist eingeschlagen wie eine Bombe. Auf Steam alleine erreichte Black Myth Wukong die zweithöchste All-Time-Peak von 2,4 Millionen Spielern gleichzeitig. Nur PUBG hat einen höheren Wert von 3,3 Millionen gehabt. Spiele wie Palworld, Counter-Strike, Cyberpunk, Baldur's Gate und Elden Ring mussten sich da teilweise deutlich geschlagen geben. Ist es also ein außerordentlich gutes Spiel? Jein, es ist gut, aber es bewegt sich nicht in den Top-Top-Top-Bewertungen. Obwohl es einen overwhelmingly positive Status bei Steam bekleidet, fällt die durchschnittliche Pressewertung mit 8,1 von 10 Punkten positiv, aber eben nicht überragend aus. Klar, die Menschen mögen das Spiel, das Kampfsystem macht Spaß, die Grafik ist schön und sowohl die Charaktere als auch die Boss-Designs fallen gut auf. Aber andere Spiele können das auch und werden nicht so hart gehypt. Lassen wir die Katze also endlich aus dem Sack. Black Myth Wukong ist das erste große AAA-ische Singleplayer-Spiel aus China, welches auf dem westlichen Markt erscheint. Üblicherweise ist der chinesische Markt und die Entwickler stark im Mobile-Segment unterwegs. Black Myth Wukong bildet da eine Ausnahme. Und das spüren wir hier. Es kursiert sogar eine Grafik im Internet herum, die auch belegen möchte, dass um die 90% der Spieler tatsächlich auch aus China kommen. Ob das nun wirklich stimmt, kann und werde ich mal nicht prüfen, aber es macht für mich einfach Sinn. Ich persönlich freue mich sehr, dass das Spiel solch einen Erfolg verzeichnen kann und es dadurch auf dem westlichen Markt für Interesse sorgt. Ich denke, dass wir von anderen kulturellen Einflüssen sehr wohl profitieren können. Kommen wir nun zur Kontroverse. Schon vor dem Release des Spiels habe ich in sozialen Medien Stimmen vernommen, die dem chinesischen Entwickler Game Science eine fehlende Inklusion und eine fehlende Achtung auf Diversität unterstellen. Beanstandet wurde, dass sich in dem Spiel keine weiblichen Charaktere befinden. Wie gesagt, eigentlich habe ich das alles nur beiläufig beobachtet, fand aber die Reaktion der Entwickler interessant. Denn um den Release-Zeitpunkt herum wurden natürlich auch Content-Creator mit Steam-Keys versorgt, damit das Spiel auch fein vermarktet werden konnte. Doch diese Steam-Keys wurden wohl nur unter Bedingungen herausgegeben. Heise, Golem und Forbes berichten von einer dubiosen E-Mail,
die einschränkt, worüber die Content Creator in ihren Formaten berichten und reden durften. Hierzu zählen Themen wie feministische Propaganda, politische Themen, Chinas Spielindustrie, aber auch Themen wie Quarantäne, Isolation und Covid-19. Für das westliche Mindset stinkt das stark nach heftiger Zensur. Und wie stehe ich dazu? Ich denke, dass wir die kulturellen Unterschiede zur Kenntnis nehmen und zumindest einordnen müssen. Der Umgang mit Meinung und Zensur ist in China eben ein anderer. Was ich verstehen kann, ist, dass man es als Entwickler manchmal wirklich leid ist, sich mit diesen Anschuldigungen immer und immer und immer wieder konfrontiert zu sehen. Die natürliche Reaktion ist demnach der Maulkorb. Leider ist es aber auch so, dass sich das Internet trotz alledem das Maul zerreißen wird und diese Themen beackern wird, mit oder ohne Zensur. Im Zweifel haben die Entwickler das Problem dadurch lediglich verschlimmert. Ich persönlich finde es als Konsument äußerst übergriffig, einen Shitstorm darüber zu starten, in welcher Art und Weise ein Entwickler sein Spiel entwickelt. Gerade auch, wenn das Spiel auf einer Vorlage beruht, die eben respektiert wird. So ein übergriffiges Verhalten der Konsumenten sehen wir sicherlich nicht nur bei Black Myth Wukong. Ich erinnere mich nur an die Petition, die gefordert hatte, dass das Ende von Game of Thrones neu zu drehen. Ehrlich jetzt? Wenn es euch nicht gefällt, macht es aus. Und wenn ihr es ausgemacht habt, fangt ihr bitte an zu respektieren, dass die Entwickler die Freiheit haben, das Spiel zu entwickeln, welches sie entwickeln wollen. Fertig. So, nachdem sich mein Gemüt nun etwas beruhigt hat, schließe ich gerne mal ab. Dank des Erfolges von Black Myth Wukong ist es auf meinem Radar erschienen und das finde ich toll. Mein Pile of Shame ist leider viel zu riesig, als dass ich es sofort spielen werde. Ich habe es mir aber in meinen Backlog gestopft und werde spielen, sobald die Zeit gekommen ist. Das wollte ich dazu sagen, gehabt euch wohl und bis bald, euer Pavel.